Leite te taak. Ja, bij die Papa Doro. De vervoeren die kampen die heute im Stadion, wo ein leichter Wind geht, umgreifen kann. Zeichen für den Linienrichter und der Anstoß. Maradona am Ball. Das ist Portugal, der noch vor einigen Monaten für Kopfball spielte unter Hennes Weißbein, aber der deutsche Trainer sagte, das reicht nicht für uns hier in Amerika. Man ließ ihn gehen und Sie sehen es, heute steht er hier in diesem Spiel und ist für Brasilien dabei. Tita mit der 7. Exotische Namen, Künstlernamen in ihren Pässen, in ihren Ausweisen, da sind die Namen wesentlich länger. Wenn man sie so aussprechen müsste, dann würde man so manchen Ball, so manche Kombination hier im Stadion verpassen. Ball verpasst hier von Gallego. Das ist Sócrates, der lange Mann da. Der von Galvan gestoppt wurde. Galvan, einer der kleinsten Argentinier. So etwa ein 65-70 gegen diesen Riesen. Edevaldo. Tita. Und Maradona. Der Pass sieht mal nicht so perfekt. Der uns so viel Kummer und Verdruss bereitete. Sie erinnern sich in der 88. Minute. Da kam er Zentimeter genau in den Lauf des kleinen Mittelstürmers. Und dann das entscheidende Tor. Offensichtlich die Doppelspitze des Weltmeisters. Maradona etwas hängend und Diaz vorne in der Spitze. Passarella. Sie sehen es, es werden die Räume gedeckt, die Zonen, was natürlich nicht ausschließt, dass aber die Brasilianer etwas forsch zum Ball und zum Gegner gehen, wenn sie eine Chance sehen. Das Stadion hat sich doch noch gefüllt. Mögen schwer zu schätzen hier, die Zuschauer stehen nicht gedrängt. 50.000 sein. Jetzt war der normale Besuch auch an den drei Spielen zuvor. Toninho. Sócrates. Bertoni. Tarantini. Abseits. Luizinho, einer der beiden Mittelverteidiger, zusammen mit Oscar. Brasilien spielt ohne Druck, das ist der
großes Star im Mittelfeld. Einige sagen, er sei verletzt. Andere sagen, er habe Unstimmigkeiten mit seinem Verband. Das ist Sócrates jetzt. Und die Sergio, der stärkste Angreifer. Ein sehr dribbelstarker Mann, Sie sehen es hier. Der links aus. Aus Fillol. Der links außen hier ganz kurz zu sehen, er kommt jetzt nach innen. Tarantini, Ardiles. Die meisten Namen, die meisten Gesichter sind neu für uns bei den Brasilianern. Es sind nur noch drei dabei aus der 78er Formation. Oscar, Toninho und Batista. Ardiles. Foul an Batista und Sie sehen die Reaktion des Schiedsrichters. Ein Gedränge hier, aber das ist auf keinen Vergleich mit gestern. Natürlich kein Vergleich, aber es war ein böses Foul. Die erste gelbe Karte, hier kommt die Wiederholung, gelbe Karte gegen Passarella. Hoffentlich keine Schwächung. Batista, ich sagte es zu Beginn, gilt als Herz, als Seele dieser jungen, neu formierten Mannschaft. Tele Santana, der Trainer der Brasilianer, sitzt noch unten auf der Bank. Zur Seitenlinie, wir sehen die Szene hier noch einmal. Einen direkten Freistoß geben und vielleicht erinnern Sie sich, diejenigen, die schon länger oder schon immer für Fußball interessieren. Es begann eigentlich 74 bei der WM in Deutschland. Freistoßtrick à la Brasilianer. Sie haben meistens was drauf. Bei ruhenden Bällen. Sócrates. Ah ja, ein Schuss. Der Kinderarzt, der Mann mit der Nummer 9. Hat viele Tore geschossen im vergangenen Jahr, sind 8 oder 9. Überhaupt erstaunlich, die Einheimischen, die Journalisten, die wenigen Fans, die hier sind, die 2000, die meisten trauen ihrer Mannschaft nicht allzu viel. Sie hat eine große Serie gegen Argentinien, seit 10 Jahren etwa nicht mehr verloren. 8, 9 Spiele, ein paar Unentschieden, fast alle Spiele gewonnen, auch nach der Weltmeisterschaft der Argentinier. Das Spiel öffnet, wer kann es? Die Flügel sind nicht besetzt beim Weltmeister. Wir zeigen. Handspiel von Renato. Trägt die berühmte Nummer 10 hier. Renato. Edevaldo. Maradona. Das ist Sergio, der trickreiche Linksaußen.
Jahren oder mal war das. Junior, der linke Außenverteidiger, hat sich in den Ball zurechtgelegt. Der sechs. War er noch dran? Fillol. Sócrates war da, der lange Mittelstürmer. Gibt einen Abstoß. Ja, das fand ich ganz ungefährlich. Wir haben es in der Wiederholung gesehen. Der Ball war ganz offensichtlich von Ubaldo Fillol falsch berechnet. Olguín verteidigt rechts gegen den schnellen Linksaußen. Brasilianer, das weiß man seit vielen Jahren in den Zweikämpfen, sehr stark, sehr athletisch. Da haben sie das zugelernt. Und denen Applaus. Das ist zu weit sein für Edevaldo, ja. Passarella. Nachfolger von Leão, Carlos, war schon Ersatzmann in Argentinien 78. Tita. Ja, Ball. Immer noch sehr, sehr stark. Das gibt Applaus hier von den Rängen. Erstaunlich selbstbewusst in dieser Eröffnungsphase, die Blau-Gelb. Maradona zeigt an, im Anstoß greift, will den Ball. Doppelbewachung der Superfußballer jetzt am Strafraum, an der Strafraumgrenze. Wird natürlich jetzt in dieser Situation längst genau markiert. Kann der Stoß abstoßen. Wenn Sie ab und zu einige deutschsprachige Töne hören, verehrte Zuschauer, wir teilen uns heute die kleine 2 Meter breite Kabine mit Kollegen aus Peru. Alles, was hier in Südamerika übertragen kann, ist heute natürlich bei diesem Spiel dabei. Fillol. Es gab einmal eine Zeit, da wurde er nicht aufgestellt von Menotti, da wollte er seinem Trainer nämlich vorschreiben, wer zu spielen hat. Das ist lange her, das war Mitte der 70er Jahre, ehe dann Menotti die
Mannschaft aufbaute, die später Weltmeister wurde. Aber es gab in Argentinien diese Zerwürfnisse zwischen Trainer und Spieler. Hinter dem Tor von Fillol Rauchschwaden, die sich schnell verzieht. Irgendwelche Knallkörper, spätestens Silvesterfeuer, ich weiß nicht, was es ist. Das dünne Schwaden, die da nach oben ziehen. Polizeisicherheitskräfte sind noch nicht zu sehen. Weckt natürlich Erinnerungen an die Europameisterschaft. Ich glaube, es war in Turin. England gegen Belgien, dass das Spiel da für einige Minuten unterbrochen werden musste. Unter der Tribüne herausquillen. Es ist nicht genau auszumachen, was es ist, aber offensichtlich keine ernsthafte Angelegenheit. Sócrates, gutes Durchspiel. Schuss! Das war die Chance. Nur eine Ecke. Glänzend gesehen und dann dieser genau getimte Pass in die Tiefe. Wir haben hier die Wiederholung. Extrem verlangsamt. Er kommt nicht an den Ball. Sie haben es gesehen an der Fußspitze. Eckstoß von Tita. Das ist Batista. Das Spiel geht weiter mit einem Eckstoß von der rechten Seite. Von hinten gerempelt gestoßen, der lange Mittelstürmer. Junior, Sócrates. Passarella. Der Weltmeister hat Mühe, sein Spiel aufzubauen. Maradona. Gesperrt. Tarantini reklamierte hier Hand, aber er wollte mit dem Ball durch den Mann. Mal Glück gehabt. Ja, entweder schlägt der Torwart weit ab oder gibt ein einfaches Prinzip, Überzahl am Ball, da müssen einige zurückkommen und mit aufbauen. Vorteil. Thank you.
bei den Brasilianern die Doppelachse, die Doppelspitze jetzt klar zu erkennen. Toninho ähnlich groß gewachsen und schlagsig und Sócrates. Vorhin in dieser gefährlichen Szene auch im Diät. Und der linke Außen. In 20 Minuten gespielt. Spiel ist etwas verflacht nach für mich überraschend starkem, mutigem Beginn des Außenseiters. 0:0. Der Ball ist noch gut rein. Es gibt einen Freistoß für die Brasilianer. Der Sergio liegt da noch am Boden. Er muss noch einmal zurück, der Mann, der da jetzt. Und er bekommt gelb. Und zwar die gelbe Karte für Batista. Wird jetzt passiert. Zweimal gelb gegen Batista und Passarella. Abseits. Das ganze Spielchen, das der Weltmeister da treibt, die Abwehr auf einer Höhe, geht bei den langen Bällen sofort, geht die Schlüssel nach vorn. Ein Raunen jetzt, Sie wissen warum, wenn dieser Spieler den Ball führt, hier Maradona. Nichts nicht, falls die Gäste, weiter. Ich habe es gleich gesehen, der lange Sokrates, der wird abgeschirmt, der wird geschubst, doch Horst Rubel sagte nach dem Spiel, man könnte es einige Mal beobachten. Es ist schwer gegen diese Argentinier, die ja nicht groß gewachsen sind, an hohe Bälle heranzukommen. Der wird fast immer, aber wann passiert das nicht, wenn der Ball unterwegs ist, mit Haken und Hösen gespielt. Wieder auf Sokrates. Abseits. Ein bisschen spät die Fahne, aber war klar. Edevaldo. Batista. Toninho. Sócrates, schön freigelaufen. Kann er schießen? Das ist einfach dahinter, aber... Thank you.
Ersatzbank, die Nummer 12 ist sein Pfarrer. Hat Bibel im Gepäck, das wurde mir gesagt, im Westen eine Predigt gehalten, aber ansonsten im Lager der Brasilianer, wenn man da ist, wie gehabt, wie immer, Samba trommeln auch auf dem Weg ins Stadion und vielleicht hört man sie auch hier ab und zu im Stadion. Für mich die Mannschaft ist sehr überraschend, kaltschnäuzig, gut im Bilde. Kompliment. Kommt Ihnen entgegen, dass der Weltmeister das Spiel eng macht. Edevaldo. Festgehalten. Vorteil. Tarantini ist das. Mit der sehenden Mähne. Der linke Außenverteidiger. Maradona. Mit Ballverlust. Besser aus, schöner, vielleicht noch erfolgreicher. Mal sehen. Freistoß für Argentinien. Wir hören, wo hier die Sympathien liegen. Ardiles, gut gespielt. Gutes Dribbling. Und glänzend reagiert bei diesem Schuss von Diaz. Die Wiederholung, Sie sehen, wie der Abwehrspieler erst ausgespielt und dann kommt der Stolpern und im Nachpass. Aber zwei Mann, zwei eigene Spieler sind bei ihm. Erste Chance für den Weltmeister. Wenn man diese Kopfballereingabe aus der sechsten Minute einmal als halbe Chance werden. Toninho. Gut geöffnet. Edevaldo. Und der linke Außen. Sergio. Sócrates vorn, Oscar kommt mit nach vorn. Es ist stark, die Argentinier bei hohen Bällen. Ardiles. Sie können es oft beobachten, wenn er den Ball hat, dann kommt ab und zu ein langer Pass. Er spielt bei Tottenham Hotspur in der englischen Liga. Ansonsten verwandte Systeme, man spielt sich den Ball liebend gern in den Fuß. Auf beiden Seiten. Edevaldo. Tita. Edevaldo. Ein Raunen jetzt im Stadion. Barbas hinten an der rechten Seite. Einen Freistoß geben, denn zwei Argentinier waren im Abseits. Den Sergio. Elegant, schnell, Doppelpass. Kommt er ran! Kein Elfmeter, kein Elfmeter, aber es war knapp. Die Aktion ganz gewiss korrekt, aber da musste schon mit letztem Einsatz vom Ball getrennt werden. Also mehr als ein Hauch vom alten Brasilien, von der Mannschaft, die, ja, eigentlich muss man sagen, 70 zuletzt gezaubert hat. Denn in Deutschland bei der WM 74, da waren es schon Abwehrlesen, den an sich an Costa Pereira und die anderen.
Handspiel wird angezeigt, aber Vorteil. Vorteil, Möglichkeit. Er schießt selber. Und Tor. Ein eigenes Tor. Sie sehen die Wiederholung. Der Torhüter erwartet sowohl eine Flanke und dann unglücklich abgeprallt. Die Anzeigetafel in riesigen Lettern. Der Name, der Spieler, der jetzt noch gefeiert wird. 1:0 für Argentinien. Überraschend, diese Führung. Maradona. Müßig. Jetzt zu sagen, Pech. Ich habe gesagt beim Ausgleich, als Manfred Kals den Ball nicht voll erwischt, als er hinter der Linie aufschlug, als Karl-Heinz Förster nicht mehr herankam. Bei glänzendes Solo. Viel Herbst diesen Ball dann ins kurze Eck zu ziehen, den Torhüter zu verladen. 0:1 und gespielt. 31 Minuten hier im Stadion Centenario. Und der Schuss. Schuss von Renato. Sprechhörer sind da. Argentina. Maradona wird gerufen. Man sieht es jetzt, es sind doch wie beim Spiel gegen den Europameister gegen Deutschland. Weit über 10.000, 15.000 im Stadion wie den Weltmeister am Feuer. Überlegt unterwegs, Erich Linemayr. Man muss ja auch nicht Geld zeigen bei diesem Foul, das war gewiss keine Absicht, als er die Magazin ja in die Absätze liegt. Ardiles, Maradona, zwei Mann sind bei ihm, der dritte klärt. Toninho und Sócrates. Toninho. Der Sergio. Maradona. Bertoni. Thank you.
Sergio, der sich oft die Bälle im Mittelfeld holt, an der linken Seite. Junior, immer diese Rempler. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, bevor er hochspringt. In diesem Fall war es Renato, dann wird er geschubst. Bertoni. Knapp 10 Minuten noch. 1:0 für den Weltmeister Torschütze Maradona in der 31. Minute. Der jetzt aus dem Abseits zurückkommt. Renato. Fließende Kombinationen, Edevaldo. Und die Chance, Sócrates! Wir hatten zwei, drei dicke Möglichkeiten, die Außenseiter. Renato, Renato! Fillol. Der Torhüter, der draußen sehr, sehr stark ist. Gegen Rummenigge die Bälle klärte. Gegen Rubesch. Ein Mann, der mitspielt, der weit herauskommt. Steht über den 16 Meter Raum. Renato. Renato. Und vorbei, vorbei. Ganz, ganz knapp. Sie schießen, sie haben Mut. Sie gehen in die Spitze. Und sie lösen sich vom Gegner. In der Offensive wesentlich wichtiger, überzeugender als der Weltmeister. Aber Tore zählen. Bisher 1:0 für Argentinien. Bertoni. Ardiles. Abseits. Abseits. Edevaldo. Der linke Verteidiger, Junior. Argentinien vertraut offensichtlich auf seinen eingespielten, kompakten Abwehrblock und vorne auf die Spielkunst, auf die Intuition und die Kaltschnäuzigkeit von Diego Maradona. Bertoni, sie alle sind Zubringer für Maradona. Batista. Neue Variante hier, um die Brasilianer anzufeuern, Schauspielern. Cerezo, Sie sehen ihn hier, Fußballer des Jahres, Großverdiener in Brasilien. Fragen Sie nicht, was er verdient, es soll nicht viel mehr sein als 100.000 Mark nach deutschem Geld. Das verdient bei uns in der zweiten Liga so manche. Aber man muss natürlich hinzufügen, ich auch nach nicht hin. Brasilien, eine andere als in Deutschland. Fillol. Die Zeit der großen Gehälter ist vorbei hier, wenn es sie je gegeben hat, so extrem wie in Europa. Uruguay, ein armes Land im Fußball. Argentinien hat auch nach der Weltmeisterschaft immer wieder exportiert.
kennen die Angebote für Maradona. Zig Millionen aus dem Süden Europas. Tarantini. Ja, sieht das. Ganz schnell und fast vorbei. In der Art zu spielen leicht zu verwechseln mit Maradona. Beide sehr schnell im Ansatz, dribbelstark, untersetzt. Fünf Minuten noch. Sergio. Ja, war vielleicht zu schön. War sogar seine Kameraden überrascht. Dieser Absatzkick von Sócrates. Tempo ist raus aus dem Spiel, Sie sehen es, kurz vor der Pause. Der Weltmeister noch betonter auf Ballsicherung. Der Brasilianer steckt sicher noch das Tor ein bisschen in den Knochen, auch hier ist vorsichtiger geworden. Toni, Dias und fast auf leisen Sohlen, aber man merkt es natürlich, hier ist Maradona in den Strafraum. Setzt sich jetzt wieder etwas ab. Und Passarella, er versucht mit Effet und direkt. Gut gespielt! Carlos! Eigentlich Cerezo Toninho, es gab vor Jahren einmal einen Spieler gleichen Namens Toninho, daher diese Doppelbezeichnung. Sie sehen es, der Ball war nicht leicht zu nehmen, kam von links und damit rechts genommen. Ein Kunstschuss, der dann noch viele Effekte bekam. Die letzten 30 Sekunden laufen hier nach meiner Uhr. Dieses Halbzeitergebnis, wenn es dabei bleibt, entfernt die deutsche Mannschaft noch ein Stück weiter vom Einzug ins Endspiel, von der Möglichkeit, das Endspiel noch zu erreichen, denn er ist ja nur mit einem brasilianischen Sieg geholfen. Das 1:0 für Argentinien nach 45 Minuten, immer vorausgesetzt, es bleibt dabei, kann man kaum als Verdienst bezeichnen, denn die Brasilianer waren absolut ebenbürtig, im Abschluss aber nicht sehr glücklich. Nach Maradonas Tor, bei dem die Rechnung mit der Raumdeckung bei den Brasilianern nicht aufging, beschränkte sich Argentinien wie auch jetzt in den letzten Sekunden auf Halten dieses Vorsprungs. Aber ich möchte sagen, entschieden ist dieses Spiel
Schlusspfiff zurückgeben ins Studio nach Wiesbaden zu Helmut Schön und Oskar Wark. Versprechen, dass ich jetzt einlöse, meine Damen und Herren. Das war's. 45 Minuten hier auf dem Stadion Centenario. Und was die Schlagzeilen hier ausmachen, Sie wissen es, in Südamerika, man kann da nicht alles auf die Goldwaage legen. Schlagzeilen in Deutschland, das trifft ja auch auf deutsche Verhältnisse ab. Die Mannschaft von Uruguay natürlich schon als Weltmeister. Brasilianer versuchen direkt in die Spitze zu gehen mit Sócrates. Bertoni ist nicht dabei. Das dauert immer etwas. Hier gibt es keine Informationen. Auch auf der Anzeigetafel ist nichts zu sehen. Aber wir haben einmal schnell durchgezählt. Valencia, so war das auch im Spiel gegen Deutschland. Valencia früher. Bertoni. Offside hier kurz nach 7, kurz nach 19 Uhr, so ganz langsam sinkt das Stadion jetzt hier in den Schatten zurück. Die Rasenfläche, Zuschauerränge drüben auf der Gegenseite noch voll in der Sonne. Der schnelle links außen mit der 11. Ubaldo Fillol, der trägt rote Handschuhe, einen grünen Sweater mit EP, dieser Ball und... Eieieiei. Da war die Lücke, pfeilschnell kam der Spieler hinein. Junior war das, nur ein Eckstoß. Die Ecke kommt, während die Zeitlupe noch läuft. Denda, Schussmöglichkeit und Tor! Ein Hammer, verzeihen Sie mir den Ausdruck. Ich habe kein anderes Wort dafür. Voll genommen von Edevaldo. Und Sie sehen es hier, diese Freude. Mit dem rechten Außenriss, diesen abgefälschten Ball. Voll getroffen und Fillol steht am 5-Meter-Raum, schüttelt den Kopf. Wirft seinen Handschuh zu Boden, er kann es nicht fassen. Riesenfreude, die Bank der Brasilianer fast komplett auf dem Spielfeld. Und noch ist der Ball nicht freigegeben. 1:1. 2 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Das kann man spüren bis hier oben hinauf, dass in dieser Mannschaft was drinsteckt, dass dieser Rückstand, dieser unglückliche Rückstand, dass sie kontern wird. Ich bin überrascht von diesem Brasilianer. Tarantini. Mit Händeleien werden sie nicht zum Erfolg kommen, die Weltmeister. Ardiles. Anfrage aus Wiesbaden. Zuschauer fragen, warum Kempes nicht spielt. Das kann ich ziemlich genau sagen. Er war 78 der große Mann und er hat in Spanien seine Form verloren und Senor Menotti stand unter Zugzwang. Er hat ihn gebracht im ersten Spiel für eine Halbzeit, hat es dann schon erfüllt und er hat ihn dann auf die Bank geschickt. So kann man das interpretieren. Kempes ist nicht mehr gefragt zur Zeit beim Weltmeister. Schwierigkeiten mit sogenannten Legionären in Spanien, auch in Italien. Ich glaube, Helmut Schön wird mit dem Kopf nicken im Studio, er kennt das. Passarella. Ein schräger Anlauf, die sehen es und der gedrehte Ball. Der 16. Ball und Isidoro im Spiel.
Die faire Geste, Maradona, der entdeckt wurde, ich glaube er war 6 oder 7 in einer Halbzeit im Boca-Stadion, als einige kleine Jungen Einlagen gaben, er ließ den Ball tanzen, springen. Damals wurde er entdeckt, eine steile Karriere. Der Wunderknabe des Weltfußballs. Passarella. Und Abschluss. Isidoro mit der 16 spielt für Renato. Neuer Mann also im Mittelfeld. Gallego ist das, der defensive Mittelfeldmann, Passarella. Gut gemacht, Sócrates. Guter Schiedsrichter bisher. Erich Linemayr auf Blitz. Ball ist noch nicht frei. Kapitän, der sich jetzt beschwert. Brasileiro de Tita, sein voller Name. 25, und über anderthalb Jahren gehört er zum Stamm des ehemaligen Weltmeisters. Maradona. Ist gefault worden. Vorteil, Vorteil. Valencia, der schnelle Mann an der linken Seite. Und Hector. Maradona noch am Boden. Dort hier auf der Wand, was gibt, was gibt. Maradona liegt noch, die Kamera wird es gleich zeigen. Hier ist die Szene. Kraftpaket. Der Figur an Kevin Tegen erinnert. Jetzt noch ein bisschen. Jetzt haben sie ihn links am Bildrand. Der neue Mann sehr, sehr gefeiert, was der Ball war. Knapp im Aus. Paulo Isidoro. Anrufe, Anrufe. Wir werden sowas wie eine Auskunftsstelle hier. Wenn das Spiel 2:1 ausgeht für Brasilien und wir schlagen die Brasilianer mit 2:1, also 3 mal 2:1, dann ist alles gleich. Die Punkte, die Tore, das heißt die Tordifferenz, die geschossenen Tore, die erhaltenen Tore. Es gibt keinen direkten Vergleich, dann entscheidet das Los. Ich weiß nicht, ob wir es dann direkt übertragen, aber das Los wird dann entscheiden. Wenn nicht schön, nicht gut, wenn es dazu geht. Der Modus hier ist eigentlich mehr als ein Schönheitsfehler bei diesem Turnier. Möglichkeit, hier. Aber ich meine, die Brasilianer sollten erstmal ihr Tor schießen, das 2:2. Da können wir weitersehen.
Tarantini. Valencia. Diaz. Diaz. Enrique, die Rollenverteilung. Sie sehen es, ein Wandel. Argentinien versucht, Druck zu machen. Greift früher an. Macht die Räume im Mittelfeld enger. Es war noch extremer im Spiel gegen den Europameister, gegen Deutschland, als der Weltmeister 0:1 zurückliegen, förmlich entfesselt aus den Kabinen kam. Sócrates. Renato durchs Stadion. War ein Schritt zu weit gelaufen. Der linke Außenverteidiger, Junior. Doppelzange an der rechten Seite. Flügel gut besetzt. Von Maradona auf hier. Muss Oskar schon ein wenig, das war nicht korrekt, mit der Schulter nachhelfen. Und dann der klärende Ball ins Tor. Exkurs. Valencia Flanke. Sócrates. Und noch einmal, der Ball prallt zu weit hinaus. Zu weit hinaus. Die Chance zum 2:1. Kommt die Wiederholung. Der Ball ist noch im Mittelfeld. Da die Möglichkeit nach, dass der Ball abgefangen wurde und das schnelle, steile Durchspiel. Ardiles. Ganz offenes Spiel. Das jetzt weiter atmet, Konter. Paulo Isidoro mit Szenenapplaus. Sind schneller die Brasilianer im Zweikampf und sehr, sehr geschmeidig. Gallego. Für die zwei, die ihn beschatten sollen, Toninho und Tita war es in diesem Fall. Tita. Betont über die rechte Seite in dieser Anfangsphase. Paulo Isidoro. Ist ein starker Ball. Sieht sich bedeutet an und das ist sicher richtig kein Elfmeter, aber auf diesen neuen Mann muss drüben an der linken Seite Olguín sehr, sehr aufpassen. Hier. Kommt nicht vorbei. Eine Stunde gespielt.
1-1. Toninho. Ah, sie kommen. Junior. Immer noch Junior. Abseits, abseits. Gar ein bisschen spät. Aber sie kommen selbst in die Spitze. Maradona. Fast schon in Manndeckung jetzt von Toninho. Sergio, besser zu erkennen, für uns, für Sie hier, unser Land, wie man sagt, hier vor der Haupttribüne, und mit der wenig angeschrieben worden, zwei Prozent. Wie das? Es gibt einen Freistoß für Brasilien. Schon ausgeführt. Ball ist frei, ja, sie dürfen schießen. All das ist neu über den Brasilianer, auch wenn dieser Schuss nicht kam. Früher bei Rivellino, Sie wissen es, da haben die Freistöße gedauert. Das war eine Zeremonie dann 2-3 Minuten und da kam oft nicht mehr heraus als das, was wir vorhin gesehen haben. Jetzt drücken wir aufs Tempo hier. Ardiles. Wunderbar, Maradona. Oscar hat da geklärt. Sieht jetzt Paul. Nach vorne gegangen ist Passarella und nach hinten gegangen ist Sócrates. Da sind die beiden. Kein Tor. Der Kapitän der Argentinier hat sich aufgeschützt. Aufgeschützt bei diesem Mann, den Sie hier sehen, der Kopf größer ist. Parallele zur Szene aus dem deutschen Spiel, dass ich sich aufschützte, Passarella und den Ball gegen den Pfosten köpfte. Den Eindruck, als seien die beiden Mannschaften ja auf ein Unentschieden aus. Sehr offen, weiträumig die Spielanlage jetzt fast. Ich will nicht sagen, dass beide den offenen Abtausch suchen, aber bemühen sich beide, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Zweiten Mal hintereinander Oscar Sieger gegen Maradona. Hier. Edevaldo. Hey! Hat er Glück gehabt? Carlos. Der falsch berechnete Ball und dann von Valencia direkt wieder hereingezogen. Junior, einer der stärksten. Abseits.
Sergio. Gegen Tiermann, wenn er vorbeikommt, wenn er den Ball da reindreht. Der Ball war im Aus, ja. Da hat so manche Prognose nicht gestimmt, von wegen die schwächste Mannschaft seit Jahren bei den Brasilianern. Sie seien nur vom Intellekt her super. Ein Doktor, 7, 8 Studenten, ein Pfarrer auf der Bank. Diese Mannschaft kann Fußball spielen, das haben Sie gesehen. Besser als viele, viele in den letzten, ich möchte fast sagen, 6, 8 Jahren. Der Antreiber im Mittelfeld, der weite Wege geht. Barbas, einer von den ganz Jungen. Maradona und ja. Zweiten Halbzeit ist vorbei. Gut 22 Minuten gespielt. 1:1. Sócrates. Batista. Kommt er vorbei. Das wird gefährlich. Valencia. Vorteil. Valencia, direkt das Tor, passt dann! Der Torwart an der Strafraumgrenze, vielleicht knapp außerhalb den Ball. Mit der Hand gespielt, hier kommt es, die Wiederholung, aber ganz richtig. Vorteilsbestimmung und dann, das waren Zentimeter, sonst wäre der Weltmeister in Führung gegangen. Carlos. Carlos Roberto Gallo, wie er mit vollem Namen heißt. Verletzt. Viele von ihnen kommen aus kleineren Clubs. Es hat eine große, große Zäsur gegeben im brasilianischen Fußball. In Europa fast unbemerkt. Die letzte große Mannschaft gibt es. Dann kam der Abfall, waren auch dritte und vierte Plätze in Deutschland und in Argentinien, aber lange nicht mehr jener Glanz. Man muss sich aber vorstellen, Anfang der 70er Jahre wurde die Profiliga, es gibt mehrere, aufgestockt auf sage und schreibe 76 Profiklubs. Das hat das Niveau dort drüben verwässert, die Wege wurden länger, es gab Trainerprobleme und jetzt sieht es so aus, als müsste leider, leider eingewechselt werden. Der Torwart, das kann man sehen in dieser Halbzeit, benommen. João, Leite ist der neue Mann. Hier kommt er, sagte irgendwann im Laufe der Reportage. Pfarrer, Baptist. Ich weiß nicht, ob es 15 Bibel sind, die hier gesagt wurde, an Silvester gepredigt. Auch das ein Logo in der internationalen Fußballgeschichte. João Leite. Im Tor und ganz, ganz langsam vom Feld geführt, nicht auf die Ersatzbank, der benommene Carlos Roberto.
Krankenwagen drüben im Ausgang. Maradona. Diaz, Diaz, die Möglichkeit! Ein klasse Stürmer. Wie Diaz und dann dieser Abschluss. Aber der Pass perfekt. Torwart zu früh heraus und dann rutscht ihm der Ball über den Kopf. Aber was ich sagte, das Spiel ist offen. Weiträumiger geworden. Technisch besser, wenn man in so kleinen oder kleineren Kästchen urteilen soll. Die Brasilianer, sie wirken geschmeidiger, ihr Spiel auch schöner. Aber kompakter, zupackender, der Weltmeister, Maradona. Das Spiel ist unterbrochen. Toninho. Galvan ist das, der Vorstopper. Rhythmische Sprechchöre jetzt in Argentina. Junior mit der 6, fast nur noch im Mittelfeld. Hier ohne rechts außen nach dem Bertoni hinausgegangen ist. Ardiles. Barbas. Erkennbare Vorteile für Argentinien. Valencia. Maradona war der Bewachung entschlüpft, aber als Zonendeckung, sie hatten geschaltet, als der Pass kam, stand er im Abseits. Der Galvan, technischer Niederländer. Starke Kopfballschlagkraft mit einem Natürlich bei diesen Temperaturen auch eine Frage, wer die bessere Kondition.
Ja, ist allein, er ist allein. Maradona, zählen Applaus. Ein bisschen zu viel, als er da noch vorbei wollte. Die letzte Viertelstunde läuft, 13 Minuten etwa noch. Immer wieder diese langen Bälle. Ja, und was gibt er? Er hat den Arm hoch und gibt indirekten Freistoß. Sperren ohne Ball. Kann man geben, keine Frage. Hier kommt die Wiederholung. Dass sie gleich wieder sehen werden nach dieser Zeitlupe. Ja, Leite ist bei, dass er das Tor heraus ist. Der Meterraum ruft noch einmal etwas. Immer Passarella am Ball. Ardiles. Die Bauer muss zurück. 12 Minuten vor Schluss. Der Weltmeister. Diese Chance. Sie müssen spielen, der Ball ist freigegeben. Noch einmal der Pfiff. Wieder die Geste. Er will nicht. Und eine Ermahnung an Paulo Isidoro. Und jetzt kommt der Schuss. Fortsetzung mit Eckstoß. Barbas. Valencia soll es besser können. Ja. Er wurde behindert. Und auch hier, er hält sich den Kopf, auch er scheint angeschlagen, ist angeschlagen. Wäre mehr als bitter, beide Torhüter auf diese Art zu verlieren. Sie sehen es hier, ein Argentinier oben in der Luft, mit beiden Armen, mit den Ellbogen, rudern, kämpfen. Er steht wieder auf den Beinen, er kommt wieder, ja.
Im weißen Stadion rund ein Raunen, ein Stimmengewirr. Man spürt, dass diese Partie noch nicht entschieden ist. Da ist Argentinien zwar mehr Druck macht, das sieht man aber. Diese Brasilianer haben noch alle Möglichkeiten. Sehr spät die Fahne, sehr, sehr spät. Ich habe herübergeschaut, als der Passball kam und der Schiedsrichter schaut dann auch herüber. Könnte ein bisschen herkommen. Olguín. 9 Minuten noch. 1:1. Nur wenn Brasilien gewinnt, hat der Europameister, hat unsere Mannschaft noch eine Chance, ins Endspiel zu kommen. Sie wissen es. Eigenen Hälfte heraus, ähnlich wie die deutsche Mannschaft. Das könnte ein Konter werden. Paulo Isidoro. Geht er allein? Kein Foul. Ermahnung an Barbas. Vielleicht hat er irgendetwas gerufen, dass die Spieler irritieren könnte, die gegnerischen Spieler natürlich. Junior. Vielleicht hat er Möglichkeit. Das ist 3-4 Mal mitgegangen und der Schuss. Von Toninho. Valencia. Barbas, Ardiles, Tarantini, direkter, schneller, sieben Minuten noch. Ein 1:1 muss nicht reichen, wenn es dabei bleibt. Dann ist für Brasilien die deutsche Mannschaft am Mittwoch Zünglein an der Waage. Galvan. Sergio. Guter Pass, Junior, Junior, Paulo Isidoro, noch eine Möglichkeit. Zweimal. Da waren die Argentinier durcheinander und da fehlte ein bisschen Glück. Sie sehen es hier, beim ersten Mal, er trifft sie nicht den Ball. Und der zweite Spieler läuft hinein, kann ich mir genau spielen, timen. Fünf Minuten noch, 1:1. Ah, Catarina! Décimo
ein neuer Mann mit der Nummer 14, Leopoldo Lucke. Die Kamera wird ihn gleich zeigen und hinaus geht Barbas. Da ist er. Einer der großen Figuren der 78er WM. Lucas. Tarantini. Die Phase, in der die deutsche Mannschaft ihre beiden Tore kassierte. Leite. Der Schlussmann, er muss jetzt zupacken, er tut es gut. Paulo Isidoro. Schießen, fliegen vorbei. Noch einmal alle blau-gelben Spieler. 7, 8 gehen mit nach vorne. Die Chance, Batista! Ist es möglich? Torwart ist draußen. Die Möglichkeit. Noch einmal. Noch einmal. Und der Ball ist im Tor, aber er gibt kein Tor. Er gibt Abseits. Meine Güte, war das eine Szene. 3, 4 Mal. Fillol liegt noch am Boden. Sie sehen es. Ein Tobabo. Der Torwart war draußen und daher nur noch ein Spieler vor dem Ball und vor dem Gegner. Das übersieht man leicht, schauen Sie einmal genau hin. Das ist meine Abseitsposition. Aber was für eine Dramatik. Sie sehen es. Tarantini auf der Linie und kein Torwart mehr. Oh. Die letzte Minute bricht hier an, aber es wird sicher nachgespielt. Die Torhüter hatten schwer heute. Einer musste verletzt hinaus. Carlos, dem es hoffentlich besser geht. Er sah alles übernommen und weg. Dann Leite angeschlagen, der jetzt zwei vor seinem Tor steht. Sein Abwehrspieler dirigiert, sagt nach vorn. Nicht zurück. Und Fillol, der 30-Jährige von River Plate. Der Schiedsrichter deutet an. Die Zeit wird nach. Daumen gedrückt hier im Stadion, die Mannschaft, die zu Hause. Vielleicht kommt noch eine Chance, vielleicht. Es gab 2-3, sogar jetzt noch in der Schlussphase. Bewundernswert der Mut, das Risiko, das sie eingehen, sie stürmen. Paulo Isidoro.
für mich der beste Mann in dieser zweiten Halbzeit, dieser flinke Rechtsaußen. Sieht das? Wann hat man das gesehen? Brasilien mit vollen Segeln, voll in der Offensive, in der letzten Minute und dann bei einem 1:1. Edevaldo! Noch einmal der Schuss! Ist das was? Schuss von Tita. Die 90 Minuten sind um. Nicht dabei.